Erster Videoblog, Babas Döner. Wir sind hier gerade in der Müllerstraße beim Babas Döner Store. Einer meiner absoluten Favorites. Die machen den Döner wirklich speziell. Hier das Logo noch einmal zeigen. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich habe das beste Franchise-System Deutschlands und den leckersten Döner der Welt. Wir warten jetzt hier auf Sedat. Mit Sedat zusammen mache ich das Babas Döner Projekt. Und dann fahren wir nicht mit dem Maybach. Der Maybach hat Sommerreifen. Wir fahren mit einem Q8 oder... Wallah, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Aber der hat RSQ8. Der hat auch Sommerreifen, habe ich jetzt rausgefunden. Also umsonst. Aber jetzt essen wir erstmal einen Dürüm, bevor wir losgehen, bevor wir irgendwie uns vergiften an den Tankstellen. Willkommen bei Massiv Unterwegs. Das ist der erste Block. Dieser Massiv Unterwegs-Block wird jetzt jede Woche rauskommen. Es sei denn, Margin, der Kameramann ist hier in Deutschland und ist erreichbar. Dann wird es immer Content geben. Ab jetzt geht es ab. Massiv ist unterwegs. Oder ihr seid mit Massiv unterwegs. Das sind Profis. Guck mal. Nicht zu dünn, nicht zu dick. Es kommt wirklich drauf an, wer und wie das Fleisch geschnitten wird. Für den Endgeschmack. Also du kannst zwei gleiche Döner von zwei verschiedenen Schneidern essen. Jeder Döner wird anders schmecken. Also ich merke das direkt. Das macht wirklich was aus, meine Freunde. Alles klar. Papp. Auf jeden Fall, hier haben wir die Elite der Dönerschneider in Deutschland, Erhan und Bündes. Und immer wenn wir einen neuen Store eröffnen, zum Beispiel jetzt in Oberhausen, in NRW, der erste Store im Pott, die Leute haben lange drauf gewartet, muss ich wirklich Leute von hier mitnehmen, die spezialisiert sind, genau den originalen Berliner Döner den Leuten oder den Fachkräften unten nahe zu bringen. Wir zeigen denen, wie schneidet man, wie richtet man den an, weil jeder hat ja seine eigene Taktik und Art und Weise und wir machen das auf unsere Art und Weise. Das sind Profis, das ist die Champions League, meine Freunde. Ich esse meinen immer mit Kräuter und ein klein bisschen scharf. Das ist mein Favorite. Bei Knoblauch geht eigentlich nie. Ist nicht so mein Ding, aber es schmeckt natürlich sehr, sehr intensiv und super. Und wenn ich auf gesund mache, dann natürlich immer Dürüm, obwohl das eigentlich gleich ist. Eisbergsalat ein bisschen und ein bisschen Rotkraut. Zack! Sumak? Nein. Zeig mal. Wow! Danke. Immer ein Original Feuchttuch dabei. Wirklich, also. Wasserparfüm ist da drin? Boss. Boss. Manchmal hatten wir Job, wa? Manchmal. Manchmal. Aber, Boss. Boss. Auch Boss. Und der Dürüm ist ein So-Boss. Guck mal, vor einer langen Fahrt mache ich mir immer die Zahnstocher ready. Und es sind nicht irgendwelche Zahnstocher. Das Beste sind immer Zahnstocher, die schon älter sind, wo das Holz dann mit der Zeit aufweicht. Du darfst nie Zahnstocher von der Theke kaufen und die direkt zwischen deinen Kiefer schieben. Du musst immer die lange, lange ziehen lassen. Und dann habe ich hier meine Schatulle. Hier sind meine Zahnstocher. Dann drehe ich das zu, da habe ich die immer griffbereit. Nehme meine American Express Karten und Black Cards. Pa! M-A-S-S-I-V 6-5. Wir sind einfach zu viele Personen im Auto. Wir haben die Profi-Dönerschneider Erhan und Gündes. Wir haben Sedat, den 50% Teilhaber von Babas Döner, der keine Prozente verkaufen will. Obwohl wir schon einiges angeboten bekommen haben von Aktionären. Und es geht um das bei dieser Reise, Eröffnung in Oberhausen. Du gehst erstmal Wedding. Du weißt doch, wo der Bürgerladen ist, oder? Ich weiß diese Straße, ja, ich kenne die Straße. Da, wo du sagst, ja, okay. Geh danach dahin, nach Wedding ruf mich an, geh dann dahin, ciao. Schau schon mal, okay, an. Ciao. Die Zutaten, ja, die Soßen sind sehr streng geheim. Salam alaikum. Salam, Bruder. Bruder, ich habe jetzt wieder mein Bestes versucht. Der hat gesagt, ich kann dir nichts versprechen bis 11 Uhr, aber ich kümmere mich drum. Ich werde dir morgen fertig machen. Okay, Bruder, und er muss nicht dieses Lockte machen. Auf den Rücken, hinten auf den Rücken dauert das zu lange. Dann schaffe ich das erst um 19 Uhr. Weißt du, was er machen kann? Auf die Brust würde gehen. Tamam, das würde auch reichen. Er kann auch hinten nicht das Logo machen. Er kann auch hinten nur nicht das Logo machen, er kann auch nur in weißer Schrift Babas Döner Made in Berlin bei Massiv hinschreiben, in weiß. Das geht auch. Bruder, er schafft das nicht, weil er hat gesagt, wenn du überhaupt nicht schafft, dann nur auf Brust, auf Herzseite. Rallas, er soll auf Brust lang machen. Reich, Bruder. Lang, Bruder. Pablo, lang. Ich warte im Regen auf den Bus. Doch am Abend uns täglich ein ganz gezielter Schuss. Dieses Leben lässt uns für Wege, verzeiht mir. Inshallah werden uns von Gott all die Sünden verziehen. Sehr wahrscheinlich habe ich hunderte von Chancen verspielt. Sehr wahrscheinlich habe ich nicht mal diese Chance verdient. Ich stehe da echt so fair, ja, wie mein Bruder Taufik. Ich hätte niemals aufgegeben, wäre gestorben in Berlin. Wir wurden angeboren, um zu erkennen, wie viel wert wir sind. Egal wo ich bin, immer meine Maschine dabei.
weil es nicht nur Haare, oder sie also Glatze machen für mich, sondern auch so ein bisschen runterkommt, Entspannung. Weil immer überall Stress und so. Und das da ist wie so eine kleine Kopfmassage für die Durchblutung. Geht übrigens auch als Handy durch. Also man bekommt dafür einen Punkt, wenn man sich beim Autofahren rasiert. Das zählt als Ding. Man darf nichts Elektronisches mehr in der Hand haben. Ja, das ist auch. Das ist also wie ein Punkt. Das da ist genauso wie Handy. Aber was willst du machen, Bro? Ich bin hier bei uns in Mülheim. Was machst du? Wir sind auf dem Weg zu euch. Heute schon? Heute schon, Bruder. Olle, ihr seid motiviert, ein Tag vorher. Ja, Bruder, ich will doch gucken, dass da alles richtig gemacht hat, Bruder. Ist doch, der ist Hektik hoch 100. Ich hab keinen Bock, dass da irgendwas fehlt, macht. Ich hab noch ein paar Sachen machen lassen extra, was fehlt und so. Es soll schon morgen früh kein Hektik sein, weißt du? Ja, geil, dann könnt ihr heute bei mir ins Stream kommen. Wann denn? 11 Uhr. Sagte, direkt machen wir. Oder warum nicht? Wo ist dein Stream, Bruder Herz? In Gelsenkirchen. Der ist ja um die Ecke, wa? Ja, kommt ja, kommt ihr nicht. Ja, machen wir. Machen in NRW zu heute, Bruder. Chalas, Bruder. Chalas. Mal sehen, heute mal wann weißt du im Stream auch so sagt, morgen meine Karriere ist vorbei. Walla, Legende, Legende. Ich erzähl gleich mal Sirat, was du letztens gemacht hast. Der weiß ja gar nichts davon. Einfach, du hast mal kurz alles hops genommen. Innerhalb von 5 Minuten, anstatt dass du Heir machst, alle Köpfe gegeneinander geknallt. Beste. Love you, Bruder. Ich freue mich auf dich. Ich melde mich dann später, inshallah. Yalla, Killer. Viele Leute fragen mich nach den Babas Döner-Merch, Pullover, T-Shirts, Strümpfe und so. Es wird bald ein krasses Sortiment geben, wo wir dann alles zur Verfügung stellen für die crazy Leute draußen. Sogar Socken, ne? Ja, Socken. Okay. Weil da geht es ja gar nicht um den Döner bei diesen Sachen. Das ist ja wirklich, das gefällt den Leuten einfach so als Logo. Deswegen werden wir damit auch in Zukunft arbeiten. Und speziell Soßen werden wir auch online-mäßig erstmal anbieten. Da sind wir auch gerade am Tüfteln am Machen, weil die Zutaten, die sind sehr, sehr speziell und die wollen wir so geheim wie möglich halten. Jetzt sind wir gerade am Schauen, wie wir das auch so ein bisschen bei den Zutaten hinten dann auch retuschieren können. Was ist deine Lieblingssoße? Ja, Kräuter. Natürlich, ich esse immer Kräuter mit ein bisschen scharf, aber alle schmecken krass. Knoblauch, scharf. Ich finde die Knoblauch nicht von der Erde, wirklich. Ne, die ist krass, Bruder, aber man kann sie halt selten essen. Knoblauch ist gut, wa? Sehr gut. Guck mal, die Stauern, ach du Scheiße. Auch bei Tankstelle Stau, oder? Nein, man, die ganze Autobahn. Was wollt ihr trinken, Bruder? Ich wie gar nichts. Ich komm mit euch kurz laufen, Alter. Ich roch einen. So, Martin. Papas, Dönerpause. Was willst du trinken, Bruder? Gehst du mit? Ja, komm mit. Ich komm mit. Wir sind jetzt gerade hier in der Raststätte. Wo sind wir? Ja, zwischen Kassel und Oberhausen. Genau. Das ist Kermit in Rot, wenn er schlecht gelaunt ist. Ist das überhaupt Kermit? Auf jeden Fall, das ist unser erster Block. Weißt du, wie du bist? Ich schwöre, du bist wie Engel Gesicht. Oh. Er ist noch aufgenommen. Engelgesicht, was? Wie bin ich? Wie Engelgesicht hat er gesagt? Ja! Ja! Wie macht der immer? Ja! Ja! Hier in Wedding, wo man sich im dichten Nebel verirrt. Wo man seine große Liebe wegen Kokain verliert. Keuschler sterben wegen Eifersucht und Gier. Bruder, sag Alhamdulillah für deinen Opel vor der Tür. Ich bin gebrandmarkt von all dem. Während kleine Kinder Platz drehen, siehst du Abdallah eine Bank drehen. Du bist mein Löwe, mein Bär, mein Babas Döner. Mein Döner, mein Sohn. Janam Benin, Bashla Janam. Morgen früh, machen wir das so? Bei Öffnung 11 Uhr? Bashla Janam. Hier, Leute, hier ist mein Löwe, mein Bär. Hier ist mein Babas Döner, Oberhaus. Gebt euch. Chef, willst du was haben? Chef, willst du was trinken?
Red Bull, Red Bull Zero. Okay, Red Bull Zero. Nee, ist zu teuer, Bruder, übertreib das nicht mal. Du hast gerade schon zwei getrunken. Morgen früh rufe ich dich mit Kamera an, bevor du Kita gehst, ja, Schatz? Ah, wer fährt euch zur Kita? Sana oder Sitto? Ah, okay, super. Und morgen schläfst du bei Sitto, ne? Schatz, ich hab ich doch nicht, weil ich bin noch bei Arbeit. Okay, und nächste Woche gehen wir Urlaub. Dauert nicht mehr lange. Da sind wir weg von Sie. Noch 8 Tage. Dann fahren wir nach Hamburg und von dort aus fliegen wir Urlaub. Dann schwimmen wir jeden Tag. So wie Lia und Emil. Genau, die waren auch immer schwimmen, das ganze Jahr. Fast 3 Monate waren die weg. Wir waren 7 Tage weg. Wir haben viel zu tun gehabt. Okay, yalla. Bis dann. Yalla, salam. Bis später. Wir haben noch eine lange Strecke vor uns. Yalla, Malika. Gib Kuss. Hat sie geküsst? Ah, okay, yalla. Tschüss, tschüss. Was sagt sie? Schwimmen, Dubai? Ich will schwimmen. Nicht. Die ist doch jetzt im Ding. Seit einem Monat. Also seit ihr gegangen seid, in dieser Woche. Ihr wart doch bei uns zu Hause. Ja. Und dann in derselben Woche haben wir sie Kampfkatzen gemacht. Seitdem ja, stimmt. Er ist richtig gut, Alter. Mola, die kämpft. Voll wichtig schon. Die ist stark, Bruder. Die macht so. Bam! Und knallt auf den Boden, die Kinder. Ja, passt doch. Mein Sohn macht es ja auch. Deswegen für die Zukunft. Meinst du, die Schutzgelder eintreiben? Safe, Bruder. Mein Sohn geht vor, Malika dahinter. Und sagt, Schuhe, ich will. Mein Schwiegervater ist massiv. Also einer kennt sich noch in 20 Jahren. Mein Sohn ist sein. Wenn ich jetzt Gas gebe, dann gebe ich uns noch ein halbes Jahr, Bruder. Ja, ja, super. Wow. Super schön, Alter. Morgen hier live, Alter, Eröffnung. Die Straße wird stillstehen. Babas Döner, Potteröffnung, Helmholmstraße 93, morgen ist soweit. Die Kartonagen sind auch schon angekommen. Hier, alles ist ready. Guck dir mal das Logo an. Schön, wa? Achso, geil. Hammer, super. Auch draußen die Beleuchtung hast du super gemacht, Bruder. Super. Super. Die Preisliste. Helmholtzstraße 44 in Oberhausen. Wir sind jetzt angekommen. Morgen ist hier die Eröffnung. 1 Cent, ein Döner. Das ist so unser Action-Banner, dass immer die Post abgeht gleich am Anfang, weil wir wollen, dass jeder den Döner probiert und die Chance hat, direkt zuzugreifen, ohne selbst in die Tasche greifen zu müssen. Das bedeutet, komm, ess gut und komm dann immer wieder, weil du wirst dann sozusagen einen Lieblingsort haben in deiner Stadt. Jetzt sind wir im Ruhrgebiet, im Pott. Und dieser Schriftzug, Babas Döner, soll natürlich bald die ganze Welt erobern. Das ist jetzt natürlich weit ausgeholt, aber auf jeden Fall den halben europäischen Bereich. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Es hört sich auf jeden Fall so Napoleon-mäßig an, aber es ist ernst gemeint. Überall, wenn du in Deutschland bist, wenn du unterwegs bist in Deutschland, sagen wir mal in Leipzig oder in Halle oder in Osnabrück, da fährst du raus und bestellst hier einen Döner und hier ist er mit Tzatziki-Soße, hier ist er mit Sauerkraut, hier ist er so, hier ist er so. Und bei uns bekommst du überall, wo du Babas Döner dann siehst, bekommst du bei Menü 1 dasselbe wie in der Stadt und in der Stadt und in der Stadt, überall gleich. Und hast dann auch das Feeling, wie bei Burger King oder bei McDonald's, wenn du einen Double Cheeseburger bestellst, dass du auch einen Double Cheeseburger bekommst, wie er in jeder Stadt schmeckt. Und er muss natürlich frisch sein. Das ist das Rezept bei Babas Döner. Pap. Ist ja nur, weil er mit diesen Rockern ist. Ist ja nur, weil er mit denen ist. Nur, weil er mit denen ist. Nein. Das hat was damit zu tun, dass die Männer, die mich umgeben, Männer sind. Salam, mein Bruder. Salam. Salam, mein Bruder. Nach oben? Ja, nach oben. Natürlich nicht dein Interesse. Warte mal kurz. Kieferkreis. Was hängt jetzt? Na, wie geht's, Bruder? Alhamdulillah. Alles gut? Alles. Also jetzt. Ah, so. Warte, du hast Kamera gebracht. Alaikum salam. Wie geht's, Askar? Da, Monika. Ja, ich hol nur einen Stuhl noch. Wohin ist der da? Der kommt gleich. Wallah? Den checkt erstmal ein, weil wir nur bis 0 Uhr einchecken. Ah, hallo, Kwa. Was geht's? Beef oder? Nein, es geht nicht um Beef. Es geht nur so um ein bisschen Real Talk. Ich hab gesehen, du hast vorhin dein Lieblingslied wieder gehört. Ja, ich mag das. Dann muss in uns frei. Geh, Chickenhut. Die haben hinten in der Küche noch Reste. Ey. Boah, ihr habt euch kaputt. Wir haben da eine Gruppe, ne? So auf Facebook. Von unserer Stadt. Von unserer Stadt. Da sind so 40.000 Mitglieder. Und ich hab so ein Bild gepostet. Ich so, hey, ihr seid alle herzlich willkommen bei mir in meinem Laden. So, Chupalais, ich mach neu auf, dies, das. Komm,
1-Euro-Döner. So, wie massiv können wir nicht machen, 1 Cent, weil wir haben noch keine Platten verkauft. Was für Platten? Dann schreibt eine Kommentare, wollen alle schreiben zuerst Glückwunsch, bester Mann, wie ist das gerade dann? Und dann hat eine geschrieben, wollte essen gehen, aber jetzt habe ich gesehen, dass der Inhaber dieser eine ist, der einmal mein Auto angespuckt hat. Ich schwöre dir am Tag, ich habe glaube ich 100 Videos geguckt, wie ein Alligator ein Zebra das Kopf wegknabbert. Tierdokus sind so interessant. Ja, das stimmt. Ey Bruder, ich check ins Hotel ein und komm gleich wieder live, ja? Alles klar, mein Bruder. Ey, aber wer schickt uns jetzt in Universum oder wie? Universum ist einfach auf der ganzen Welt bekannt. Nee, aber was, gibt's keiner, der uns so einen Löwen schickt für 250 Euro oder so? Oder was muss man dafür machen? Ja! Das sind Profis, das ist die Champions League, meine Freunde. Willkommen bei Massiv unterwegs. Mua. Das nächste Mal bei Massiv unterwegs. Das ist ein sehr großer Antrag und eine Scheibe ist zu profitieren. Ammo, Mann, Ammo. Hab ich es nach dem? Miau.